Willkommen zum 18. Let's Play Civilization 3. Ich habe jetzt hier zwei Spielstände, einen ungeraden für alle ungeraden Folgen und einen für alle geraden Folgen, wo ich dann speichere, sodass mir das nicht nochmal passieren kann, dass mir, was mir bei der 16. Folge passiert ist, dass die verloren gegangen ist. Den Spielstand werde ich jetzt hier wieder in gerade speichern. Ich lade ihn natürlich von ungerade, weil 17. Spielstand war das letzte Level. Okay, legen wir los. Und die Aufgabe diesmal soll es sein, dass wir es schaffen, in der neuen Welt erste Städte zu bauen. Ich weiß nicht, ob das so schnell klappt. Ich glaube eher nicht. Weil die Schiffe sind ja doch noch recht weit weg. Ja. Schauen wir mal. Was ich übrigens aufgegeben habe, ist irgendwie so Folgen um die 20 Minuten zu produzieren. Die Folge dauert einfach so lange, wie sie dauert. Und ich hoffe einfach, dass sie irgendwie unter einer Stunde bleibt. Und Civilization ist nun mal kein Spiel, was jetzt so super ereignisreich ist. Da muss man sich schon mal ein bisschen gedulden, glaube ich. Oh, Heidelberg soll natürlich kein Longbowman bauen. Das bringt ja mal gar nichts. Ja, vielleicht mal ein Siedler. Also hier könnte ich eigentlich schon welche absetzen. Einheiten. Das tue ich auch mal. Und fahren mit dem einfach weiter. Du solltest denn hier meine Einheit verteidigen? Oder meine Stadt verteidigen, die ich hier irgendwo aufbaue? Jetzt ärgern die sich etwa über meine Schiffe dort. Bremen baut einen Siedler, Bremen baut einen Worker. Baut einen Worker. Baut keinen Worker, sondern einen Aquädukt. Jo, hier ist das Aquädukt fertig. Dann. Next. Universität. Ach ja, wir haben ja Geldprobleme, fällt mir da wieder ein. So, hier ist jetzt ein Spearman entstanden. Den lasse ich dort in der Stadt. Und werde jetzt mal gucken, was ich am besten mache. Erstmal ein Gericht. Ich kann ja hier echt keine Schilde produzieren. Ich
glaube, der bringt mir Schilde. Ich brauche dieses Feld. Mehr Leid. Aber ich brauche dieses Feld. Das nimmt er gar nicht. Ach doch, hat er ja genommen. Ja, klar. Gut. Da werde ich mal die Army waken. Die Army waken. Ja. Da sind ja jetzt nicht so viele Einheiten drauf. Ich schicke die mal nach Minsk, um da mehr Einheiten einzuladen. Und du verteidigst die Stadt. Du wartest auf den Worker. Hier natürlich abkürzen, aber ich will auch dieses Land noch entdecken. Ein weiterer Siedler. Schicke ich mal hier nach. Nach hier zurück. Den allerdings nicht. Der wartet jetzt noch auf den Worker und dann bauen wir da noch eine Verteidigungseinheit. So, und ihr drei solltet die lange Expedition nach hier nehmen. 30 Runden. Genau. Die Stadt heißt China. Verteidigungseinheit wäre natürlich nicht schlecht. Braucht ja auch nur 20 Runden. Geht ja eigentlich. Geht ja eigentlich fast. Die Stadt heißt. Ja, wenn wir schon jeder haben, dann nehmen wir jetzt Gera. Okay. Du bleibst stehen, falls du hier noch mehr vorhast. Du auch. Und auch du sollst hier diese 30 Runden nach dort latschen. Und du ebenso. Ich denke gar nicht an das Gold. Aber weniger als 0 kann ich nicht bekommen, von daher stört es mich jetzt auch gar nicht. Dann könnte ich ja noch mehr Hardcore sein und die Wissenschaft noch weiter erhöhen.
wenn ich eh nicht ins Minus sinke. Und eine Mine bauen. Fährst jetzt mal wieder zurück und holst die nächste Einheit. Ich baue jetzt einfach hier eine Stadt. Ratapeng. Ist ja nicht schlecht, da gibt es ja diese Kuh in der Nähe. Ja, na, wenn das so ist, der jetzt hier fertig ist, dann baue ich mal wieder einen Siedler. Und befestige den Musketman und nehme mir mal diesen Spearman her und schicke den mal in diese neue Stadt. Dann brauche ich hier nicht den Spearman bauen. Dann baue stattdessen ein Gericht. Ein leckeres. Ja, da oben können wir natürlich sehr gut Wasser brauchen. Das hole ich von dort. Du verteidigst die Stadt. Setzen. Dort wurde eine Bank gebaut. Dann baue ich als nächstes vielleicht mal einen Arbeiter, weil ich komme hier nicht mehr voran. Siedler in München fertig, Arbeiter in München. Und hier baue ich jetzt noch einen Musketman hinzu. In Nürnberg haben wir Civil Disorder. Setz an Kur. Ah, Bremen braucht auch noch einen Musketman. New Berlin hat auch Civil Disorder. Ja. Ist ja kein Problem. Ist mir auch noch nie aufgefallen, dass es gar keinen Schaden ergibt, wenn man Minusproduktion hat. Ich dachte, ich würde jetzt ins Minus wandern mit meinem Gold.
Schick, schick. Dann checke ich hier rum. Gar nicht mal so klug. Ich habe hier nämlich gerade gesehen, eigentlich ist der Fluss gar nicht so weit weg. Aber vielleicht lacht gleich die zweite Stadt hier noch in der Nähe. Und zieht dann das Wasser da wieder rüber. Schon am Zielort. Nee, hier ist falsch. Ja, sind wir schon. Dann geht nicht, muss ich noch warten auf die nächste Runde. Das ist auch die Einheit. Falsche Einheit, die er mir jetzt gerade angezeigt hat. Nein, keine Bewässerungsanlage. Oh. Hamburg. Was geht man? Ist auch schon Musiktheorie fertig. Ist halt die Frage, ich könnte jetzt in Richtung Demokratie gehen und dann auch Demokratie als Staatsform einführen. Das bringt uns einen Boost an Produktivität und an Effizienz der Arbeiter. Es bewirkt allerdings auch, dass ich nicht mehr angreifen kann, nicht mehr wirklich. Was ich im Moment sowieso nicht tue. Von daher ist es nicht weiter schlimm. Außerdem senkt es nochmal erheblich die Korruption. Kommunismus ist halt noch ein bisschen weiter weg. Damit könnte ich halt weiter angreifen. Weil es eben keine Kriegsmüdigkeit bewirkt. Also werde ich einfach mal Richtung Demokratie forschen. Und erstmal mir die Demokratie holen.
Schau an, die Franzosen, die rappeln sich noch, berappeln sich noch mal. Da haben da reichlich Städte gebaut. So, ich hatte doch wieder Disorder. Und ich habe versehentlich irgendwo ein... Genau. Irgendwo... Ja, hier. Yes, important work. Ich will natürlich eine Mine bauen und kein weiteres, keine weitere Bewässerungsanlage. Zurück in den Heimathafen. Du baust die Stadt. Nennen wir sie mal. Oh, jetzt können wir ja ein bisschen kreativer sein. Washington. War klar. New Amsterdam. Als erstes sofort das Gericht. So, okay. Das mit den Karavellen kann ich jetzt auch sein lassen. Siedler. Was geht mir? Jetzt fehlt mir hier ein Arbeiter. Nämlich einen zweiten Siedler noch. Und dann schicke ich den jetzt aber direkt hier irgendwo hin. Schon guten, sich einen guten Weg suchen. Der wartet noch auf den Musketman. Hier auch. Mal gucken, dass ich die nächsten Weltwunder angehe. Na, das war doch ein astreines Versehen. Genau. Die nächsten Weltwunder, zum Beispiel die Trading Company. Und das ist jetzt nicht so die Superproduktion hier. Stadt ist halt auch noch nicht so weit. Brauchen wir noch einen Worker? Mal den Pikeman raus. Und schick den hier irgendwo hin. Dann da irgendwo was verteidigen soll.
Ich habe es ja jetzt tatsächlich schon geschafft, die erste Stadt zu gründen. Machen wir hier noch einen Arbeiter. So, wie geht's hier weiter? Hab ich hier irgendwas Interessantes gesehen? Nicht so direkt. Scheint mir eine Insel zu sein. Ja, die Armee ist erstmal da. Okay, bevor wir uns hier demokratisch beteiligen, wäre es vielleicht ganz sinnvoll, noch eine Stadt zu erobern. Vielleicht Rostov. Zuerst mal die Armee voll machen. Komm mal her, lieber Archer. Und rein. Und diesen Longbowman auch. Oh, okay, ist voll. Naja, dann auf nach Rostov.
Ja, Königsberg hat die Bank gebaut. Königsberg ist jetzt soweit fertig und Königsberg kann tatsächlich sowas angehen. So ein Projekt wie die Johann Sebastian Bach Kathedrale, das ist, glaube ich, das, was zwei Leute oder unzufriedene Leute auf diesem Kontinent zu zufrieden macht. Zufriedenen macht. Muss ich nochmal nachgucken. Das merke ich mir jetzt. Hier haben wir einen Siedler gebaut. Ja, die komplette. Okay. Noch einen Ort gehabt? Ich hoffe nicht. Okay, Johann Sebastian Bach Kathedrale, gucken wir nochmal nach. Wunder, Johann Sebastian Bach Kathedrale. Es macht zwei pro Stadt auf dem ganzen Kontinent. Genau, das ist super. Das bauen wir jetzt. Das dauert 38 Runden. Gute Sache. Da warten wir auch noch auf den Worker. Ups, das war jetzt nicht meine Absicht, aber jetzt können wir es nicht mehr zurückdrehen. Der Wald muss weg. Tja, wenn ich wüsste, wie es hier aussieht, vielleicht sollte ich mal die Seahawks oder was es hier sind kontaktieren und mal die Weltkarte austauschen. Sehe ich von denen irgendeine Einheit? Nicht wirklich. Yo, back home. Da sieht's ja schlecht aus. Mit einer Stadt.
So, ich setze den jetzt einfach mal hier fest. Du schaust mal, wen du mitnimmst. Skidman und zwei Siedler. Können wir auch schon wieder einen Siedler bauen? Soll ich hier die Trading Company angehen? 50 Runden ist ja ganz schön lange. Genau. Genau. So, die Runde ist vorbei. Wir haben die erste Stadt gebaut, sind hier fleißig am Einheiten rüber transferieren. Ist die Frage, ob ich hier an das Wasser rankomme, die mich lassen. Wäre natürlich nicht schlecht. Ich habe zwei Worker hier. Könnte mal versuchen, hier an das eine Wasser ranzukommen. Aber das soll es jetzt erstmal wieder gewesen sein. Und wir sehen in der nächsten Runde weiter. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.